Hallöchen, ihr lieben Bastelfreunde, herzlich willkommen zur nächsten Videofolge hier für den Kit Knight Rider mit den Ausgaben 91 bis 94. Top, sorry. Und zwar werden wir heute an der Karosserie noch einiges anbauen. Und was genau, zeige ich euch gleich in der Aufnahme. Ihr lasst gerne noch ein kostenloses Abonnement, einen Daumen nach oben und gerne noch einen Kommentar auf dem Video da. So, dann schauen wir mal hier rein. Also mit der 90 fangen wir an. 91. So, jetzt gibt es hier schon mal jede Menge Schrauben. Dann sind hier auch Scharniere dabei, oder eins zumindest. Hier wird der linke Kotflügel mit dem Tankfülleinflussstützen an der Karosserie angebaut. Okay, also als erstes sollen wir mal dieses Bauteil hier an der Karosserie hier oben einsetzen. Und von der Unterseite mit WM-Schrauben fixieren. So, dann das Ganze einmal heil umdrehen, ohne dass uns alles abfällt. So. Jetzt brauche ich einen Schraubendreher, der passt. Tropfen Öl dran und dann ziehen wir mal als erstes hier in die mittlere ein. So, damit es nämlich schon mal fest ist. Und dann kann man jetzt entspannt hier die rechte und linke Schraube eindrehen. So, okay, das haben wir. Dann schieben wir das nur mal hier kurz vorsichtig zur Seite. Denn wir müssen jetzt hier an dem Kotflügel von der letzten Ausgabe weitermachen. Drehen den einmal rum, müssen das Scharnier hier einsetzen. Okay, so rum. So, das Scharnier wird mit einer AM-Schraube gesichert. So. Jetzt müssen wir von außen einmal den äußeren Tankdeckel hier aufsetzen. Machen den jetzt mit einer AP-Schraube fest. Na komm her hier. So.
Okay. So, dann brauchen wir hier den inneren Tankbereich und machen jetzt hier diesen Einfüllstutzen. Den müssen wir hier einmal so einklappen und dann von der anderen Seite mit BP befestigen. Das wiederum kommt jetzt hier so rum drauf, dass der Tankstutzen nach außen zeigt und da brauchen wir jetzt wieder eine AM-Schraube und sichern das Ganze einmal an der Karosserie. So, okay. Dann haben wir, wenn wir jetzt hier nämlich aufmachen, haben wir dann da unseren Tankeinfüllstutzen. Dann kann man das hier wieder zuklappen. So, und das Ganze bauen wir jetzt einmal kurz am Wagen fest. Linke Seite, da fügen wir das jetzt hier außen an. Und nutzen jetzt die beigefügten KM bzw. EM-Schrauben, um das Ganze einmal hier am Karosserierahmen festzuziehen. So, ich habe jetzt die rechte Seite Kotflügel auch gleich noch montiert und damit also die Ausgabe 92 erledigt. Und damit können wir auch schon direkt zur Ausgabe 93 springen, wo wir jetzt als erstes mal hier Aufnahmen einsetzen, die wir später fürs Chassis noch benötigen. So, und zwar gibt es dafür hier rechts und links markierte Seiten, die wir dann entsprechend jetzt hier an der Seite befestigen. Einmal. Dann kommt hier noch eine zweite Schraube rein. So, genau, weil über die Schrauben werden wir das Ganze später dann am Chassis befestigen. So, linke Seite mache ich gleich. Wir haben jetzt hier noch zusätzlich Türschweller dabei, die ebenfalls hier unten mit rechts und links markiert sind. Und die sollen wir jetzt noch hier seitlich einstecken. So, die werden ja bloß in die vorhergesehenen Löcher eingeklippt. So, in der Ausgabe 94 werden dann noch die ersten inneren Rahmenteile oder Verkleidungsteile eingesetzt und dafür einmal hier ein großes Teil hier vorne mit einer QM-Schraube gesichert. Dann ein kleines schwarzes Teil hier auf der Sitzseite,
dann bereiten wir jetzt als nächstes vor diese zwei Komponenten hier, die wir entsprechend einmal zusammensetzen. So, und das Ganze jetzt hier rechts, links mit AP-Schrauben einmal zusammenziehen. So, einmal. Und dann hier nochmal. So, und das muss jetzt noch an die Tür dran. Beziehungsweise unterhalb der Tür. Ihr seht also jetzt hier auf der Seite, seht ihr es, dass hier oben sind drei Schraublöcher. Wir müssen das Ganze jetzt nur spiegelverkehrt hier für die linke Seite machen. Haben wir hier, müsst ihr darauf achten, dass das geriffelte Profil in die Tür zeigt. Und die drei Schraublöcher hier 1, 2, 3 mal an den Rahmen rankommen. Und das sichern wir mit QM-Schrauben. So, Lieben, und damit sind wir auch hier schon wieder durch für die heutige Videofolge. Ne? Beide Kotflügel hinten sind dran, wie ihr das sehen könnt. Und entsprechend auch auf der linken Seite, da seht ihr es wahrscheinlich unterhalb der Tür, die Türverkleidung. Und entsprechend auch hier an der A- und an der B-Säule wurden schon die Innenverkleidung angebracht. In dem Sinne sage ich erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal.